Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, meine Freunde. Und ja, den lieben Zeppelin, den können wir immer nicht bewegen. Allerdings ist mir beim Nachschauen der Aufnahmen etwas aufgefallen. Und zwar das. Da liegt ein Gegenstand, den ich gar nicht gesehen habe, als wir da hingelaufen sind. So, das ist eine. Eine Kurbel. Aber da oben war doch jetzt nichts für eine Kurbel. Also muss es hier irgendwo noch etwas geben, wo wir eine Kurbel anbringen können? Also das ist natürlich eine gute Frage. Was? Weil da oben definitiv war beim Zeppelin nichts. Also da brauchen wir jetzt nicht hinzulaufen und zu testen. Das bringt uns ja überhaupt nichts. Da war auch nichts. Da geht's. Ja, da geht's wieder runter, denke ich mal. Ne? Ja, dann kommen wir nur da runter und da hoch kommt. Das ist eine Treppe. Kommen wir jetzt doch da hoch? Warum waren wir da oben noch nicht? Anscheinend guckt man da hoch. Da ist eine Treppe. Ja klar, sie läuft da oben. Warum zum Teufel waren wir da noch nicht? Wir machen nur halbe Sachen. Guck mal, ein Vögelchen. Was ist das? Sowas wie ein Megafon. Das funktioniert wohl das nicht. Das funktioniert wohl nicht. Schraubenzieher? Nein. Schalter? Noch nicht. Kurbel? Oh. Okay, eine Kurbel. Okay. Was geht jetzt? Armerkugel. Okay. Ja, super. Was bringt uns das jetzt? Okay, wir. Gerade ein bisschen erstaunt, was wir da alles zurückgelassen hatten. Also das Gebiet haben wir noch gar nicht gesehen gehabt. Ja, super. Was können wir jetzt machen? Es fehlt trotzdem noch irgendwie was, womit wir den Zeppelin steuern können, weil der läuft ja jetzt immer noch nicht. Jetzt sind die Vögel da anscheinend weg. Wir gehen jetzt mal hin. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind die Vögel auf jeden Fall mal weg, aber das bringt uns ja eigentlich vom Prinzip her auch noch gar nichts. Außer, dass sie weg sind. Gehen wir gucken. Gehen wir hin. Und schauen mal. Bewegen wir mal, mal gucken. Normal dürfte nicht gehen. Oh. Haben die Vögel etwa das Ganze gestört? Okay. Okay, meine Freunde, wir bewegen uns. Hey. Cool. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und tja, wir sind auf dem Weg nach Aralberg, meine Freunde. Und ich lasse euch jetzt mal mit den Bildern einfach kurz ein bisschen allein. Und da sind wir auch schon. Scheinbar in Aralberg. Ich spreche das überhaupt richtig aus. Aralberg. Ich glaube es. Ich hoffe es zumindest. Und der Zeppelin wusste, wo wir hin müssen. Aber die Frage ist, wissen wir es auch? Telefon! Mom? Dan?
Hallo? Was treiben Sie denn, Kate? Haben Sie vergessen, dass ich dringend auf Nachricht von Ihnen warte? Aber nein, Herr Marston, ich hatte Ihnen nur nichts Neues zu berichten. Kate, ich glaube, Sie machen sich nicht klar, wie dringend die Situation ist. Universal Toys fragt dauernd nach. Ich weiß nicht mehr, wie ich Sie noch hinhalten soll. Sie bringen die gesamte Kanzlei in Schwierigkeiten, Kate. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ein kleiner Zwischenfall hat mich kurzfristig von meiner Mission abgebracht. Fräulein Walker, Sie scheinen gefährlich von Ihrer Aufgabe abzuweichen. Ich darf Sie daran erinnern, dass diese Angelegenheit oberste Priorität ist. Darüber bin ich mir durchaus im Klaren. Glauben Sie mir, ich tue mein Bestes, aber diese Mission ist alles andere als einfach und noch dazu ziemlich anstrengend. Sie können sich ja davon erholen, wenn Sie wieder hier sind. Bei meinem nächsten Anruf erwarte ich etwas Handfestes. Ich will Ergebnisse sehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, Herr Marston. Ja, unser lieber Chef, der ist wohl ein wenig sauer, aber ich kann es ihm eigentlich nicht verdenken, ja. Da geht es um sehr, sehr viel Kohle und sehr, sehr viel Geld. Das ist ja wunderschön. Ja, wunderschön, Kate. Und da geht es um sehr viel Geld natürlich auch und ja, der Auftraggeber macht natürlich Druck. Was ist denn das? Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Willkommen im Hotel Kurunski. Ich darf davon ausgehen, dass Sie nicht reserviert haben. Kein Problem. Wir haben noch Zimmer mit Blick auf das Meer frei. Ich kann sie Ihnen wärmstens empfehlen. Eigentlich brauche ich gar kein Zimmer. Ich habe nicht vor, hier in Aralba zu bleiben. Ach, was kann ich dann für Sie tun? Mein Herr, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Ich bedauere, gnädige Frau. Aber meine Hilfe ist den Hotelgästen vorbehalten. Ich versichere Ihnen, indem Sie mir helfen, tun Sie einem Ihrer Hotelgäste einen großen Gefallen. Gnädige Frau, meine Zeit ist Okay. Ich würde gerne jemanden treffen, der hier im Hotel wohnt. Zu ärgerlich, aber keiner unserer Gäste hat mich darüber informiert, dass er jemanden erwartet. Sehen Sie, wir haben da recht strenge Vorschriften. Ich bedauere, aber in der heutigen Zeit werden unerwartete Besuche von der Direktion nicht gerne gesehen. Hören Sie, ich muss unbedingt mit der Person reden. Es ist sehr wichtig. Wenn es wichtig wäre, hätte das Hotel benachrichtigt werden müssen. Unsere Gäste kommen zu uns, um sich zu erholen und ein wenig Abstand von einer Welt zu bekommen, in der heute leider einiges schiefläuft. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich versichere Ihnen, wenn ich diesen Besuch geplant hätte, hätte ich Sie auch benachrichtigt. Bitte verstehen Sie doch. Gnädige Frau, unser Hotel heißt Sie nicht willkommen. Hallo? Geht's noch? Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Kate Walker. Ich bin Anwältin und von einer großen amerikanischen Kanzlei beauftragt worden, eine komplexe Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Sehr erfreut. Gestatten? Felix Mitterner. Ich bin der Empfangschef dieses Hotels. Ganz unter uns. Manchmal nehme ich auch die Funktion des Direktors wahr. Ach ja. Dieser Ort ist auch nicht mehr das, was er mal war. Dieses Hotel ist wirklich sehr prachtvoll. Es strahlt so einen herrlich altmodischen Luxus aus. Sie sollten erst mal unsere prächtigen Suiten sehen. Sie waren über ein Jahrhundert lang die bevorzugte Zuflucht der Großen dieser Welt. Möchten Sie eine mieten? Nein, wirklich. Ich halte mich nicht lange auf. Ich muss schnell weiter. Man erwartet mich. Nun gut. In diesem Fall sehe ich nicht... Aber ich befürchte, wir müssen eine mieten. Ich denke es mal, ich weiß es nicht. Es ist wirklich schade, dass nicht mehr Gäste in Ihr Hotel kommen. Unsere Glanzzeiten sind vorbei, so ist das nun mal. Und das macht Sie nicht traurig? Warum sollte ich traurig sein? Ich hatte die Gelegenheit, hier den Größten der Welt zu begegnen. Das sind doch wohl schöne Erinnerungen. Ja, schon. Normalerweise reise ich an Bord einer mechanischen Lokomotive. Mir war, als hätte ich hier einen Bahnhof gesehen. Man kann also auch mit dem Zug herkommen. Natürlich. Was dachten Sie denn? Sagen Sie, gehört Ihnen dieser riesige Ballon, der gerade den Garten des Hotels verwüstet? Ah, der Zeppelin. Ja, das heißt, nein. Ich habe ihn mir nur geliehen, um nach Aralba zu gelangen und... Was geht mich das an? Auf jeden Fall müssen Sie ihn schnell von dort entfernen. Diese Maschine, mitten im Hotelgarten, könnte unseren Gästen missfallen. Fangt er jetzt an wie die Direktoren? Können Sie mir sagen, ob ein gewisser Hans Vorarlberg sich einmal hier aufgehalten hat? Als Kurgast? Ja, genau. Ich bedauere, aber das Gästebuch des Hotels ist streng vertraulich. Ach, bitte. Es handelt sich doch nur um eine kleine Information.
Und was bringt es mir, wenn ich sie in unser... Genau das habe ich mir gedacht. Gut. Na gut. Gern geschehen. Also irgendwie kommen wir bei ihm nicht wirklich weiter. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie soll das jetzt weitergehen? Ich hätte da jetzt eine Idee. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Idee funktioniert. Marston & Lawmond, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Marston gesprochen. Kate Walker am Apparat. Herr Marston ist in einer Versammlung. Er will unter gar keinen Umständen gestört werden. Ich sage ihm, dass Sie angerufen haben. Wir probieren es einfach nochmal. Wir machen ein bisschen auf Stalker. Marston & Lawmond, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Marston gesprochen. Kate Walker am Apparat. Herr Marston ist in... Gut, das bringt also auf jeden Fall nichts. Wen könnte der da noch helfen? Mutti vielleicht? Bedauere, aber ich bin gerade bei meinem... Glaubt das? Olivia? Hier ist der Anrufbeantworter von Olivia Parker. Also, das bringt auch nichts. Denn? Hier ist der automatisch. Gut, das bringt uns also definitiv auch nicht weiter. Das wird jetzt natürlich ein bisschen knifflig wieder. Entschuldigung, das können. Warum sagen Sie mir das? Warum? Nur so. Für den Fall, dass Sie vor. Ach, so ist das. Nochmal. Ich würde gerne jemanden treffen. Zu ärgerlich. Hören Sie, okay, das kennen wir ja schon. Na gut, gern. Das bringt uns also definitiv jetzt erstmal nicht weiter. Okay, wir sind auf jeden Fall in Aralberg. Oder Aralbad, glaube ich, hieß es ja. Und nicht Berg. Lass mal Licht hier rein. Oh mein Gott. Und... Na, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Gut, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal da. Und ich würde sagen, wir machen dann hier jetzt einfach mal Schluss. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, sie hat euch wieder gefallen, meine Lieben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Euer Nightcore. Ciao.